Aus der Öffentlichkeit, jetzt auf einen Schlag da, auf der ganz, ganz grossen Showbühne, und man hat das Gefühl, du fühlst dich mega wohl. Extrem. Es macht wahnsinnig viel Spass. Es war eine Herausforderung. Ich habe einen super Coach verwünscht und wir haben das, glaube ich, recht schlecht gemacht. Ganz toll. Sag mal, Jürgen. Ein Gink hat es gegeben für ihn, hast du gesagt. Ein paar blaue Flecken. Was gab es sonst noch? Was du sonst noch alles erlebt mit Brigitte? Sämtliches. Vor allem das, was wir noch erleben werden, steht ja noch vor der Tür. Ich darf ja mit ihr Skifahren lernen. Und was? Das war nicht nur so dahergesagt, genau. Du willst das lernen von ihr? Ja, sehr schön. Abgemacht ist abgemacht. Ja, das ist super. Sie hat sich dafür in die hohen Schuhe gestürzt für dich. Wie ist das gegangen mit der höheren Schuhe tanzen? Am Anfang recht gewackelig. Es ist zwischendurch immer noch gewackelig. Das ist nicht ganz so einfach. Von dem her sind Skischuhe einfacher. Und in den Skischuhen kann man, glaube ich, auch tanzen. Ja, kannst du ja mal aber probieren. Aber nicht mit einem schönen Fuß. Ja, und nicht mit einem schönen Mann. Da die Ballenschritte so schlecht. Gehen wir mal zu der Jury und hören uns an, wie das dort nachgekommen ist. Marianne? Also ein Kompliment auch an den Coach. Sehr ein guter Tänzer, sehr ein schöner Tänzer. Wer von uns Frauen will nicht auch mal mit ihm tanzen? Ja.